Servus, Grüezi und Hallo, hier wieder bei Herr Rhodes am Stissel, kann man sagen. Länger nicht da gewesen. Prost. Schleimwerbung wollte ich eigentlich nie machen. Ist Wettengel nicht gesponsert, also insofern macht es keinen Sinn. Ich hoffe, euch ist es gut ergangen. Danke mir auch. Ich habe einen schönen neuen Zuschauerwunsch dabei. Wir treten ein in das Reich meiner persönlichen Kindheitstraumata. Ich weiß nicht, woher die Leute das immer so wissen, aber das ist auf jeden Fall auch ein ganz großes Kindheitstrauma von mir, was jetzt kommt. Von einem netten Herrn, der auch ein One-Hit-Wonder war, so wie ich mich erinnern kann, Harfo, ja, mit Filmstar. Viel Spaß damit. Bond, wenn du ziehst an deiner Zigarre, es ist so bizarr, du denkst, du wärst eine neue Art von James Dean. Und das Einzige, was ich je von dir sah, war ein Werbespot im Fernseher. Oh Filmstar, oh Filmstar, du denkst, du bist ein Kino. Filmstar, du wärst ein Kinostar. Du solltest zum Jetset gehören und dein eigenes Learjet fliegen. Aber du arbeitest im Lebensmittelgeschäft. Jeden Tag, bis du es dir leisten kannst, du verschwinden. Also gingst du nach Schweden, um Ingmar Bergman zu treffen, aber er war nicht da oder es war ihm egal. Ich denke, es ist Zeit für dich, mein Freund, aufhören so zu tun, als wärst du ein Filmstar, Filmstar. Du denkst, du bist ein Kino, Filmstar, Filmstar. Du glaubst, du wärst ein Kinostar. Achtung, jetzt kommt die chromatische Rückung. Der gefrorene Held, deine Worte sind null und nichtig. Wenn deine Träume in der Dunkelheit verschwunden sind, auf dem Weg willst du's nicht wissen. Filmstar, Filmstar, du denkst, du bist ein Kino. Filmstar, oh Filmstar, du denkst, du bist ein Kino. Filmstar, oh Filmstar, du denkst, du bist ein Kino. Filmstar, oh Filmstar, du denkst, du bist ein Kino. Filmstar, oh Filmstar.